Schaut DuckTales im Disney Channel. Wow. Unglaublich, unfassbar. Was zur... Faul? Ah! Andradi, wie bist du hierher gekommen an einen Ort, an dem wir noch nie zusammen waren, du Schurkin? Oh, du bist so ein schlechter Lügner. Er hat gelogen? Augenblickfänden, arbeitest du für Gandradi? Nein, ich arbeite nicht für sie, nur mit ihr. Aber sie ist eine Faulagentin. Bist du ein Faulagent? Was ist hier los? Was ist das? Eine böse Faulfalle? Nein, das ist eine Therapiedecke. Sie hilft bei Panikattacken. Tja, meine Panikattacke kann sie aber nicht verhindern. Ich bin jetzt total entspannt. Unfassbar, dass du jemanden reingelassen hast. Es war ein Versehen. Aber er wird uns nicht verurteilen. Tick, Gandra und ich arbeiten an der Krach-Bumm-Cloud im Geheimen. Zusammen. Aber sie ist ein böser Cyborg. Ja, der Kleine ist frei von Vorurteilen. Schon mein ganzes Leben lang wollte ich die Grenzen der Wissenschaft verschieben, aber das heißt, dass die Leute nicht immer verstehen, was ich tue. Oh ja! Superforschung kann gefährlich sein. Deshalb musste ich schließlich an mir selbst rumexperimentieren. Und deshalb wollten nur die Schurken meine Arbeit finanzieren, denn denen ist egal, wie viel Zerstörung ich anrichte. Aber was, wenn es ein Labor gäbe, in dem du alle Experimente durchführen könntest, ohne dass jemand verletzt würde? Niemand wird verletzt, weil alles nur virtuell ist. Wenn du eine Idee hast, kannst du etwas erschaffen und wir könnten es kostenlos teilen und der Welt die Superforschung schenken. Nein, du hast uns angegriffen. Du hast Sachen für faul gestohlen. Ich habe Fenton Hinweise gegeben, um mich vorher aufzuhalten. Ich nutze ihre Ressourcen, um diesen Ort zu erschaffen. Wenn er fertig ist, höre ich für immer bei Faul auf. Wir sind fast fertig, aber das Labor hat immer wieder Fehler. Wenn Dr. Düsentrieb oder Faul uns entdecken, könnten sie alles vernichten. Dann bewahre ich euer Geheimnis, denn ich glaube an die Wissenschaft. Aber ich glaube auch an die Liebe. Okay, Tick, du schaffst das. Bewahre einfach ein Riesengeheimnis. Wenn du versagst, zerstörst du das Leben deines besten Freundes. Keine große Sache. Hallöchen, Tick. Ich habe ein paar Fragen über Fentons Freundin und ich will antworten. Jetzt. DuckTales.